Herr Dr. Born-Meinert, das ist sehr spannend, weil vor 3,5 Monaten haben Sie gepostet, wenn ich nicht unter Polizeischutz stehen würde, würde ich heute an der Demonstration gegen die Abschiebungen teilnehmen. Ungefähr zum selben Zeitpunkt hat sich die grüne ehemalige Vizebürgermeisterin von Wien, Hebein, auf die Autobahn gestellt und die Abschiebung von Afghanen, die keinen rechtsgültigen Aufenthaltstitel haben, deswegen wurden sie abgeschoben, sich dagegen zur Wehr gesetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn rechtsgültig eine Abschiebung erfolgt, sind Sie die Ersten, die sagen, na, das darf nicht sein. Und dann beschweren Sie sich plötzlich nach dem Motto Brandstifter, Biedermann und Brandstifter, um Gottes Willen, jetzt wird wieder abgeschoben. Herr Dr. Born-Meinert, wenn Sie im selben Atemzug sagen, Sie respektieren den österreichischen Rechtsbau, aber im selben Atemzug meinen, dass 2015 so gut war, dann darf ich Sie daran erinnern, dass fast kein einziger von den Millionen, die 2015 zu uns geströmt sind, einen Rechtstitel auf Asyl in Österreich oder Deutschland hatten. Kein einziger, weil sie in der Zwischenzeit 10 sichere Drittländer durchschritten sind, wo sie Asyl hätten plärren können. Und Sie, Herr Dr. Born-Meinert, ein Bestandteil dieser Asylindustrie war, dass sich jeder es aussuchen könnte, in was für ein sicheres Sozialland, nicht in ein sicheres Asylland er gehen konnte. Und das ist das Riesenproblem, das wir haben. Und jetzt zurück zu den Talibans und zu Afghanistan. Wissen Sie, Herr Dr. Born-Meinert, wer sich in Österreich wie Talibans benimmt, ist bei den Talibans am besten aufgehoben. Wir geben ja in Wahrheit einen Vertrauensvorschuss. Ja? Wir sagen, wenn einer aus einer schwierigen Situation um sein Leib und Leben flüchtet und es ihm dann in Griechenland nicht gefällt, wo sie gerade Urlaub machen, oder auch in Kroatien nicht gefällt, oder auch in Slowenien nicht gefällt, oder auch in Bosnien nicht gefällt, dann kann er nach Österreich kommen. So weit ist ja die Politik 2015 gegangen, oder nach Deutschland. Ja? Und dann hat es diesen Vertrauensvorschuss gegeben. Wir nehmen dich auf, du kommst sofort in die Sozialhilfe, obwohl du Tschetschene bist und mehrfach kriminell bist. Du kriegst auch sofort eine Wiener Sozialwohnung, wie wir es bei den Mördern von Leonie gesehen haben. Du kriegst die Mindestsicherung, wie wir es bei den Mördern von der Leonie gesehen haben. Du kannst mehrfach straffällig werden, wie wir es bei den Mördern von der Leonie gesehen haben. Wir geben ja noch immer einen Vertrauensvorschuss. Es kann ja uns wer 10-mal auf den Kopf scheißen und wir sind trotzdem sehr gnädig. Aber dann kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo wir sagen, hoppla, das ist keine Einbahnstraßen. Ja? Wir fordern etwas dafür. Wir fordern Friede, Assimilierung, Recht, Ordnung, Freiheit. Und wenn diese Grundregeln unseres Zusammenhalts, das ist auch unser Rechtsbau, geschädigt werden, dann haben die dorthin zu gehen, wo sie gekommen sind. Und wenn sie sich in Österreich wie die Talibans benehmen, weil sie aus Österreich vielleicht einen Taliban-Staat machen wollen, weil sie von den Taliban sozialisiert und kultiviert wurden und weil sie in Wahrheit nichts anderes gelernt haben, als zu morden oder zu kriminell zu sein, dann gehen sie dorthin, wo sie sich entfalten können. Ich will keinen Menschen daran hindern, seine Talente nicht entfalten zu können. Dann kann er seine Talente in Islamabad entfalten, aber nicht an unseren Frauen. Nicht an unseren Kindern, nicht im Drogendealen, nicht im Kriminellwerden, nicht im Rauben, nicht im Morden. Ganz einfach. Und das ist ein sehr logischer Grundsatz. Ich bin froh, dass diese Debatte, Gott sei Dank, nach dem schrecklichen Tod von Leonie nicht abgebrochen ist. Ich meine, wir haben heute schon wieder einen Fall in Graz. Ja, wenn die Polizei nicht eingeschritten wäre, hätten wir heute den 18. Frauenmord. Wieder amtsbekannte Provenienz, amtsbekannte Herkunft, wurde von der Polizei Gott sei Dank niedergeschossen, wenn er mit dem Messer seine Frau abgeschlachtet hätte. Ich meine, wie sollten noch sterben? Darf es ein bisschen mehr sein? Wissen Sie, Herr Dr. Born-Meinert, und da bin ich der Meinung, bevor ich mich darum kümmere, ob in am Hindukusch Friede herrscht, kümmere ich mich darum, dass bei uns in Österreich Friede bleibt. Ganz einfach. Aber Sebastian, noch einmal ganz kurz zu dem Thema. Es kann jetzt deiner Meinung nach